So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Diamond Randomizer Nuzlocke heute und hier Kraterberg, denn das Finale der Story, wenn man so möchte, ist im vollen Gang, beziehungsweise der Hochpunkt der Story, das Finale. Wir stehen hier im Kraterberg. Die Kamera stimmt nicht hundertprozentig, aber das passt schon so irgendwie. Wir sind hier im Kraterberg. Ich entschuldige mich gleich schon mal, wenn ich irgendwie meine Kamera kurz mal ein bisschen herstelle, weil ich bin Perfektionist. So, wir sind im Kraterberg. Ich bin etwas angeschlagen noch. Deswegen entschuldige ich mich gleich, wenn irgendwas sein sollte. Ich habe hier einen wunderschönen Kaffee, der mich von meinem ungewollten Schlafmangel befreit. Und ich habe tatsächlich mal, wer hat das erwartet, offscreen trainiert. Das ist schon eine Seltenheit, dass es so kommt. Und alle Level 45 gebracht. Ich weiß nicht, ob 43 leveltechnisch nicht besser gewesen wäre, aber passt schon. Wir haben hier Liberty. Liberty, ich glaube, hier hat sich nichts geändert. Ich glaube, es hat sich bei keinem Set wirklich was geändert, weil es kam nie wirklich was dazu, was sich groß gelohnt hätte. Dann sehen wir, wenn ich herunterschaue, schaue ich, ob die Audio stimmt, weil ich bin hier noch ein bisschen am, so wie jedes Mal, wenn ich neu anfange aufzunehmen, am rumprobieren, ne? Nee, wir haben hier Liberty. Liberty ist gleich geblieben. Hat diese Münze, seinen Sternhieb, seinen Senkkopfstoß, seinen Surfer und seinen Batonenhieb. Alles wie zuvor auch. Haben wir Nightshade. Experten und Nachthieb, Volltackle, Turbo-Tempo und Zertrümmerer. Leider Gottes. Was wollte ich ihm noch beibringen? Kraftkloss wollte ich ihm später beibringen. Stimmt. Rucola mit Psycholinie, Kaxler, Fliegen und Drachentanz. Kaxler hat mir sogar ein bisschen was gebracht während dem Training. Ich habe, falls es Leute interessiert, westlich von Blitzach trainiert. Warum nicht hier? Weil hier kein Pokémon-Center ist. Man immer wieder, muss immer wieder mal zum Heilen gehen, deswegen. Außerdem haben die Pokémon sich da ganz gut angeboten. Haben wir Luke, hat sich auch nichts geändert. Luke wollte noch Trickbetrug lernen, das wäre ganz interessant gewesen mit dem Walschal. Aber A, weiß ich nicht, ob man dann für immer den Walschal verliert ist, und B, konnte ich Auflocker nicht vergessen, den schlimmen Ort wollte ich behalten. Und zu jetzt haben wir noch Ronan. Ronan ist ja, das Ding ist so ein MVP. Das Ding ist so fucking stark. Ich hatte mit manchen Pokémon so meine Schwierigkeiten zu trainieren. Unter anderem den Meme Lord. Der war schwierig zu trainieren. Aber hier, Ronan zu trainieren, das ging echt easy. Dass wenn das Ding einmal verbrannt war, das fast alles gewonnen hätte. Hier schauen wir uns mal kurz den Angriffswert von den 92. Du bekommst einen 50-prozentigen Angriffsboost, wenn du verbrannt bist. Also wenn du eine Statusänderung erleidest. Das heißt, 92 auf, warte, 45, 46 drauf. Heißt, wir sind bei 130. 138. Ich möchte kurz anmerken, das ist der höchste Angriff, den wir im Team haben. Das Ding ist nicht umsonst der MVP, ne? Vor allem mit dem Set. Stärke, Ablauf, die Psychoklinge und Turbo-Tempo. Mit Psychoklinge treffen wir die Geister-Pokémon, solange sie nicht Geist und Licht sind. Das heißt, Zubiris ist, glaube ich, das Einzige, was wir damit nicht treffen können mit diesem Set. Und Zubiris und Krupuk. Dann haben wir noch Stärke, One-Hit ist alles, wo man irgendwie mit Stab arbeiten könnte. Wenn es nicht auf Fassade lernen könnte, wäre es halt vollkommen OP. Und der Ablativ ist gut zum Heilen. Es wollte noch Hammerarm lernen, das habe ich dann aber gelassen, weil ich mir dachte, der Ablativ ist dann doch cooler, weil ich liebe den Ablativ. Das ist so eine coole Attacke. Und wenn ich sie schon gut nutzen kann, dann mache ich es auch. Und dann haben wir zu guter Letzt noch den Meme Lord. Hier hat sich ebenfalls nichts geändert vom Set her. Und ja, genau. Und dann sehen wir noch den Heiß Orb. Eben wegen der Verbrennung. Ich glaube, die beste Option, denke ich mal. So, dann wollen wir gar nicht lange weiter herumeiern, sondern wir wollen einfach mal anfangen, denn das Finale wartet auf uns. Und ich bin gespannt, was auf uns zukommt, weil ich habe das Finale nur so halb im Kopf. Aber okay, legen wir einfach mal los. Hier ist eine Flöte am Boden. Sieht aus, ich finde, es sieht immer noch aus wie so ein Mund. Das soll die Arzio-Flöte darstellen für Arceus. Aber es sieht irgendwie aus wie so ein Mund. Ein etwas deformierter. Hallöchen, na? Etwas Gewaltiges steht unmittelbar bevor. Vielleicht, glaube ich, stimmt's? Komm uns nicht in die Quere, natürlich wirst du es trotzdem tun, nicht wahr? Also müssen wir wir beide dich vorher besiegen. Wenn ihr meint, macht das. Das ist gerade nebenbei ein Part, der heute aufgenommen wird und noch heute online kommen wird, wahrscheinlich, weil meine Nase hat die letzten Tage noch etwas mehr Stress gemacht und ich habe gestern für ein neues Projekt aufgenommen und ja. Oh Gott. 38, gut, wir sind leicht overlevelt, ich hab's geahnt. was soll ich jetzt sagen? Mein Hirn ist noch ein bisschen im Schlafmodus. Ich bin seit 2 Stunden wach im Prinzip. Scheltet mich dafür. Ich bin aufgestanden, habe gestern abgeduscht und habe ich im Prinzip mich schon ans Aufnehmen gesetzt. Ja, gut, es hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe noch ein Video geschaut, so. Ja.
Irgendwie will mir das Noctchan da drüben nicht gefallen. Surfer, jetzt doof. Ich könnte dir den Kopfschuss auf jeden Fall gegen Noctchan einsetzen, aber muss ich schauen, was ich... Setz mal das auf Expert ein. Und dich wechsle ich mal kurz an raus, weil ich da keinen Nerv drauf habe. Können ja... Nehmen wir mal Rucola eine Chance. Wobei es ist halt dumm, wenn da ein Expert steht, aber egal. Wird schon passen. Drachenpuls Expert, ja. Mein spezielles Expert ist ja viable, ne? Ist ja nicht so, dass als ob spezielles Expert totaler Bullshit wäre. Gibt ja mit Hitzewellen und allem Flammenrad. Okay. Flammenrad Noctchan. Sogar physisch jetzt in der Generation, dann passt es auch. Und wir kriegen. Oh, natürlich der Burn. Wie doof. Und ja. Ich weiß auch nicht, ich bin so ein bisschen verrotzt. Weil, keine Ahnung, nach der Gamescom. Ich glaube, es war einfach daran, viel geschrien auf der Gamescom, Hals ein bisschen wund. Ganz nebenbei hätte es gereicht, wenn wir nicht verbrannt gewesen wären. Schön, danke. Vielleicht wechsle ich gleich, vielleicht muss man ja auch. Ich setze mal unser Freund Naseronan ein, wobei ein bisschen fragil das Ding eigentlich, aber okay. Und ich denke, wir können Noctchan damit rausnehmen. Solange wir jetzt nicht verbrannt werden, großartig. Beziehungsweise, wenn du Ronan verbrennen willst, tu dir keinen Zwang an, Ronan macht das Spaß. Wenn das Ding verbrannt ist, das hat Spaß an der Sache. Stärker als jeder Live-Orb, ne? Und ja, genau, deswegen denke ich, dass ich jetzt einfach ein bisschen einen Rückschlag habe, weil die ganzen letzten Wochen erst Prüfungen, dann kam eine Woche so, also so eine halbe Woche hatte ich halt so frei. Bis eigentlich eine Woche, keine halbe. Und dann, naja, kam Gamescom und das war wieder ein bisschen stressig für mich auch, also ist natürlich auch eine coole Zeit. Außerdem schön, dass die Animation so triggert vom Heiß Orb. Ich fand das wunderbar. Es ist trotzdem ein bisschen stressig, wenn man dann versucht, so ein bisschen mit Leuten was zu machen, sich mit allen zu treffen und jeden zufriedenzustellen, weil also Leute, die mich kennen, wissen ja, ich bin dann ja meistens nicht, ich rückle gerade ein bisschen am Mikrofon rum, bin dann meistens nicht zufrieden, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, Worte. Danke. Ich bin ja nicht so leicht zufrieden, wenn jemand sich langweilt und dann ist mir das unangenehm, dementsprechend, ja. Ne? Wollte ich mal gesagt haben. Ach ja, die ewig lange Stärke-Animation. Gut, dass ich gespeedet habe während dem Training. Genau. Das wollte ich mal gesagt haben, hier. Stärke reicht auch. Weil OP-Stärke, Step mit 130 Angriff. Ja, läuft. Stärkster Angriff im Team und Absol hat ja schon einen sauguten Angriff, ne? Darf man auch nicht vergessen. Und erst wieder warm werden, ne? Das dauert immer. Ich habe auch immer so ein, manchmal bei manchen Leuten so ein bisschen eine Warmlaufphase. Vor allem bei Pokémon, weil Pokémon ist ja relativ eintönig von dem, was zu sehen ist, weil ich soll nicht darauf hinauslaufen, dass ich dann da sitze und sage, oh, und jetzt setze ich Stärke ein. Oh mein Gott, das hat getroffen. Sowas in der Richtung, das will ja keiner sehen. Deswegen muss ich da schauen, dass ich etwas beliebteres Commentary reinbringe gegen dieses rundenbasierte Gameplay. Kennt ja jeder das Problem mit Pokémon. Ne? Und genau. Ich glaube, ich setze eine Ablative ein. Kann eigentlich ein bisschen KP noch recovern. Und dann sollte das passen. Ist ganz gut mit der Verbrennung eigentlich, so in Kombination. Dann verlieren wir nicht so viel KP, sondern machen mehr Schaden. Wow, war das viel Schaden. Nicht erwartet, dass es Hornet wird. Aber er hat also der lieben Schwalboss, ne? Mit Ableithieb. Warum auch nicht? Irgendwie ist Ronan hier der MVP. Das Ding auf Fassade hätte. Ja, schon geil. Ich glaube, ich muss mir einen Schwalboss züchten mit Adrenalin, Fassade und noch ein bisschen andere Geschichten, sowas wie Heißorb oder so. Ich habe ja auch schon einen Adrenalin, ist der Name entfallen, Adrenalin Flamara gezüchtet. Ist jetzt nicht das gängigste Set, weil ja normalerweise ist ja ein, verbrennt man ja Adrenalin-Pokémon, aber Flamara kann nicht verbrannt werden, weil es ein Feuertyp ist. In dem Fall ein bisschen blöd, aber hey, was soll's. Und ich werde Ronan nicht von der Verbrennung heilen, denn die Verbrennung ist nur gut für ihn. Oh, hi. Sind wir ja schon. Das ging ja fix. Jetzt wird alles enden und alles wird beginnen. Mit dieser roten Kette. Ich habe gerade unsere Karte gelesen, ist aber okay. Öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Dialga, das mystische Pokémon. Meister der Zeit. Thank you.
Die Vernichtung alles Seins steht bevor. Wenn alles vergangen ist, wird es keine Kriege und keinen Streit mehr geben. Fühlt ihr, wie sich die Zeit verzerrt? Nur ich kann es jetzt noch aufhalten. Das mystische mythische Pokémon, das er nur erschaffen hat. Dialga, das Pokémon der Zeit. Ich habe keine Ahnung, welche Stimme ich Cyrus gegeben hatte. Blablabla. Das steht 1 zu 1 da. Dieses Geräusch macht auf jeden Fall Dialga auch genauso. Und ich finde es total cool gemacht, wie sich auch die Musik so ein bisschen verzerrt. Und vor allem, wie es halt jetzt so total langsam ist, total eintönig, irgendwie, keine Ahnung, das ist ein bisschen nervig, wie so ein Hintergrundbrummen, aber gleichzeitig auch irgendwie voll cool. Und ich mag es irgendwie voll, keine Ahnung. Diese Welt kann nicht mehr umgeformt werden in das, was ich will. Eine neue Welt zu erschaffen ist viel leichter, als die alte zu verändern. Eine neue Welt, in der ich alleiniger Herrscher bin. Ich werde eine Gottheit. Das Ding ist auch nur du, mein Freund, ne? Aber das werde ich nicht zulassen, Kollege. Nur keine Eile. Ich verstehe, dass du unseren Boss herausfordern willst, aber erst dann musst du an mir vorbei. Immerhin hast du mich schon einige Male ziemlich bloßgestellt. Und ich bin die Nächste. Egal wie zäh du bist, diesmal ziehe ich die Handschuhe aus. Ah, okay. Augenblick mal, ohne mich findet hier keine Party statt, klar? Ist das nicht der Kleine, der am See der Stärke weinend weggerannt ist? Na, ein Zwischenstecker geworden. Wir schlagen euch 2 gegen 2. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt, was ihr da machen wollt. Lady Mars und Lady Jupiter, den verpasst es sogar. Oh, Polygon Z, nicht ungefährlich. Muss ich ganz schnell wegbekommen. Polygon Z und Vonera. Polygon Z weiß, ich kann nicht sonderlich viel gegen die Elite vor. Wir spielen mit einem Top 4 hier zusammen, klar. Ich weiß, Polygon Z kann nicht viel gegen Liberty tun, dementsprechend sind wir ganz safe hier eigentlich. Das heißt, ich gehe einfach für den Sternenhieb und guck mal, was ich rausholen lässt. Doppelkick. Konnte ich das lernen? Ich weiß es nicht mehr, aber anscheinend ja. An sich wurden ganz eben bei mehreren Attacken gelernt. Wie gesagt, Hammerarm habe ich ja schon erzählt und es wurden noch ein paar andere, sowas wie Notsituation und wollte Absol lernen. Habe ich aber nicht beigebracht, alles weil nicht so gut im Vergleich zu den aktuellen Sets. Das sollte allerdings nicht ausreichen, denke ich mal. Naja, dafür ist der Batty nicht stark genug. Säurepanzer Ammonitas. Das ist auch interessant. Ist der nicht sowieso auf der speziellen Seite relativ bulky? Wow. Er hat sich kaum bewegt, der Balken. Schön. So, einfach auf den Patronenhieb. Weg mit dem Ding. Weg mit dem Ding. Also die stärkste Pokémon von Cyrus ist Level 48. Und die Arena hat Pokémon Level 49 als stärkstes. Deswegen habe ich Level 45 trainiert. Ich glaube, ich bin etwas overlevelt. Ich hätte, glaube ich, 43 nehmen sollen. Yo. Draco Meteor Ammonitas. Ah, schon, ich dachte, das wäre ein Amoroso. Aber es ist nur ein Ammonitas. Entschuldigung. Entschuldigung. Verschaut. Sieht ja von hinten auch gleich aus. Namen lesen ist nicht so einfach, meine Freunde. Kratzfurie. Okay. Hat sich gerade der Balken überhaupt bewegt? Beim zweiten Mal ein bisschen. Beim ersten Mal habe ich es nicht genau gesehen. Rossana. Ja, auch da habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so schlechte Karten. Mist, ich habe no death. Das könnte die... Ja, vielleicht reicht so. Probieren wir es mal aus. Reicht ein Patronenhieb an dem Punkt aus, um das Ding zu one-hitten? Ich könnte es mir ehrlich gesagt fast vorstellen, weil das Ding hat echt keine Def. Ja, es reicht tatsächlich. Wow. Von einem Bronzong. Das Ding hat auch nicht wirklich den besten Angriff, aber der Patronenhieb reicht trotzdem. Nice. Nochmal. Ich guck mal, was ich mit Liberty reißen kann gerade. Es spammt weiter Draco Meteor. Warum auch nicht? Spezialangriffe sind bodenlosen. Nice. Ich muss anmerken, dass Vonera das ziemlich gut tankt, weil Vonera ja eine gute Spezialverteidigung hat, ne? Ist halt die Vorentwicklung von Chanera. Kennt man ja. Wie sich kaum bewegt. Und Schneckmark. Hi. Du bist sogar halbwegs gefährlich für mich. Aber, naja, wobei. Ich geh mal. Nein, ich wollte den Surfer einsetzen. Damit mache ich wenigstens allem Schaden. Halbwegs. Und das Ammonitas fast. Ammonitas neben mir ist mir auch relativ egal. Hauen wir einfach um, was umzuhauen ist. Das könnte sogar reichen. Ja, tut es auch. Nice. Ich habe ein Vonera auf der speziellen Seite besiegt. War wahrscheinlich ein Evolit-Vonera. Was es überhaupt noch gar nicht hier gab, aber egal. Schön, dass Liberty jetzt auch das einzige Punkt auf dem Feld ist und einfach noch keinen Schaden genommen hat im ganzen Kampf.
Randomizer halt, ne? Es kann halt von nach hinten losgehen, aber in dem Fall war es eher lächerlich als wirklich schwierig. Und wir 46, muss aufpassen, sind nicht overlevel, ne? Mach Hollow. Auch das ist jetzt nicht die größte Gefahr, weil, wie gesagt, Liberty hat einfach, also Bronzong hat einfach ein unglaublich gutes Typing, dadurch, dass es einfach nur Feuer, nur eine Feuerschwäche hat. Ja, machen wir einfach mal hier. Regentanz wie der Knosp. Ja, habe ich auch nicht gesehen. Sonntag, ja, aber Regentanz. Nein, nein, das nicht. Mein Chlorophyll und Solarstrahl sprechen für Sonntag, aber weiß halt nicht, was du einsetzen willst. Du sollst Donner einsetzen, dann gibt's Sinn. Man ist ein Randomizer, hier ist alles möglich, kennt man ja. Rippmachollo, war schön mit dir. Ach ja. Und die Zoomlinse auf Liberty ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir haben tatsächlich einen Zen-Kopfschuss und einen Sternhieb, der im Prinzip immer trifft. Das ist ziemlich gut. Und ein Karpilz. Noch, das ist für mich eher weniger gefährlich, würde ich sagen. Bist du da glücklich? Karpilz ist toll, ich mag Karpilz. Sieht so glücklich aus. Yo. Hallo, Giratina. Moment, das ist doch eine Geisterattacke, ne? Ich glaube, ich gehe mal auf Safety First hier in dem Fall. Es regnet einfach weiter, schön. Moment. Ich gehe mal auf Ronan. Ich meine, ich bin immun gegen Geisterangriffe. Passt. Ich weiß aber gar nicht, ob wir die ohne schon geburnt werden. Schemenkraft, aber es geht nicht auf mich, okay. Von mir aus kann ich schon mitleben. Jo, das macht gut Schaden. Stimmt, das ist, glaube ich, sogar eine physische Attacke, ne? Giftschweif. Das ist sogar ziemlich cool eigentlich. Giftschweif, Bisaknosp. Hat was. Wobei der physische Angriff von Bisaknosp ist eher. Ne, aber ja, was soll's. Das Tolle am Heißorb, also an Adrenalin-Pokémon, sie können nicht eingeschläfert werden, zum Beispiel. Ja gut, dafür kriege ich jetzt Verbrennungsschaden, das ist natürlich wahr. Aber was soll's, ich denke, an dem Punkt könnte sogar ein Ablativ reichen. Dann gehe ich einfach für den Ablativ straight. Dürfte ich aber halbwegs vollen KP sein und, das Karpilz, das lebt das? Oh, unerwartet. Ja, geh nochmal für Schemengraf, warum auch nicht. Ja, warum nicht? Du kannst mir eh nix. Du zögerst es damit nur heraus. Na gut, er kann meinem Partner Schaden zufügen, das ist wahr. Ich bin eh schneller, ne? Geh mal für die Psycho-Klinge. Ja, ja. Hohe Initiative in dem Fall. Eher ungünstig für in diesen Situationen, ne? Aber. Ich mag hohe Initiative. Ich bin eher ein Freund von schnelles und langsam Pokémon, aber es geht, glaube ich, den meisten so. Ich denke, ich werde jetzt nochmal für den Ablativ gehen, einfach um noch ein bisschen was zu recoveren. Hallo Glurak. Stimmt, das war ja dein Starter, da ich erinnere mich. Da war ja was. Ja, ich gehe nochmal kurz in den Ablativ. Um noch ein paar KP zurück. Ich erwarte, dass das Karpilz den Ablativ noch überlebt. Aber gut, kein Step, ne? Und der Levelunterschied war jetzt nicht so groß. Egal. Ja, aber auf jeden Fall. Den Kampf hier gut überstanden. Und Ronan ist wirklich wunderbares Pokémon. Und Ronan könnte gegen die Jäger sogar sehr hilfreich sein. Mit dem Ablativ. Das ist wahr. Hey, meine Pokémon sind zäh, stimmt's? Ich bin sogar noch zäher. Aber ich fürchte, das war's für uns. Es gibt kein Zurück mehr. Mo, ich helfe dir. Danke. Damien hatte alle Pokémon von Mo vollständig. Hey Mo, es ist soweit. Es liegt in deiner Hand. Und er rennt weg. Dankeschön. Mit der Aussage, es gibt kein Zurück mehr. Dialga, was auch immer du davor hast, lass es bitte. Oh, Dialga, das ist fantastisch, überwältigend. Wie der Text irgendwie so eine leichten Grafikfehler dann noch bekommt, also so leichte Anpassung, also auch so ein bisschen verschwommen ist beim Erscheinen. Sieht sehr cool aus. Die Erschaffung einer neuen Galaxie, meine neue Welt. Größten wahnsinnig. Was? Pi! 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 Drei Kreiszahlen. Willkommen. Die rote Kette. Sie hat sich in nichts aufgelöst. Wie konnte das passieren? Wieso erscheint Vesper, das Pokémon vom See der Wahrheit, neben dir? Egal, völlig egal, es ist alles zu spät. Meine Galaxie ist zerstört. Das lasse ich nicht zu.
Ich werde die drei wieder einfangen und eine neue rote Kette schmieden. Und vorher werde ich dich zerschmettern. Hallo Cyrus Nummer 2. Jetzt bin ich gespannt. Eine Herausforderung von Man Cyrus. Er ist immer noch der Man. Knilz. Grüße an Sui an der Stelle. Ja. Fängt ja schon mal gut an. Also, Knilz. Ich könnte auf Roland wechseln und die Verbrennung triggern. Ich würde sie auf jeden Fall gerne im Kampf triggern, weil dann bin ich gegen die Jäger gleich verbrannt und könnte den Ablativ drücken. Habe ich noch was anderes? Ich plane schon mal für die Jäger gerade. Ich überspringe einfach mal Cyrus und plane schon für die Jäger. Zertrümmerer, wow, ja, das ist die stärkste Attacke, die ich... Wow, ja, klar. Ja, im Prinzip die einzige Möglichkeit, die ich hier gegen die Jäger habe, ist tatsächlich, hier... Schwallboss und ich wechsle auch gleich mal raus und wir hoffen, dass jetzt nicht irgendwie was kommt, was auf Doom ist und mich tötet. Los, Ronan! Zeig, was du kannst! Säurepanzer. Hör auf, deine Verteidigung zu steigern. Mistvieh. So, wir triggern jetzt die Verbrennung. Ich finde die Animation immer noch lustig, weil es halt... Ich verbinde das immer mit Überresten oder sowas oder irgendwas, das heilt. Aber nein, das ist einfach nur ein Item, das getriggert wird. Sehr gut. Mal viel stärker. Schau mal, wie viel Schaden das macht. Adrenalinstärke macht mit Stab wie viel Schaden? Diese Fassade wäre jetzt halt böse. Weil es Schaden auf Blumen macht. Nicht mal die Hälfte. Das ist ziemlich wenig. Das lebst du bitte, Schwalbus? Danke. Das ist ein Knilz. Das hat jetzt nicht den besten Angriff. Crit, dankeschön. Rip Schwalbus, war schön mit dir. Das ganze Training war umsonst. Dick dich, du dummes Knilz. Warum musstest du jetzt critten? Warum trainiere ich eigentlich noch Pokémon in dem Fall überhaupt, wenn sie eh danach sterben? Warum crittest du, Drecksack? Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Lawine von dem Knilz nicht als One-Hit gereicht hätte. Aber okay. Das mache ich jetzt gegen dich. Jetzt habe ich jetzt eben nichts mehr gegen die Jäger, möchte ich kurz anmerken, aber ja, ist in Ordnung. Wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Schön, dass Ronan so lange überlebt hat. Das mache ich jetzt gegen dich. Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, ich gehe einfach auf Flug. Spammen wir die Triplette auf Doom. Das ist echt doof. Kacknils. Was soll denn der Scheiß hier? So, Kaffee alle. Blödes Knilz, ey. Was soll denn der Scheiß? Aber interessant, dass die Stärke auch so nicht gereicht hätte normalerweise. Sie hat nicht mehr die Hälfte gemacht, sondern er hat sie verdoppelt. Das heißt, ich hätte knapp... ist nicht gekillt. Skorgler. Der Sprite sieht irgendwie sehr strange aus. Aber okay, Triplette. Geil, eigentlich fand ich Schwalbus echt cool und ich jetzt gerne im Team behalten und ich bin mir sicher, dass es die Lawine gelebt hätte, wenn es nicht ein Volltreffer gewesen wäre. Aber natürlich ist es ein Crit. Aber auch wieder ein typischer Fall von Glaskanone. Spinnennetz? Ich kann nicht fliehen. Moment, bleibt das jetzt eigentlich durchgehend so? Auch wenn das Pokémon raus ist, weil das ist ja im Prinzip ein Horrorblick. Ich frage mich jetzt, ob ich dann raus kann, wenn Skorgler weg ist. Das wäre ganz gut, weil ich möchte nicht den ganzen Kampf mit Luke durcharbeiten. Ich möchte kurz anmerken, dass Ronan einen unglaublich langen Auftritt hatte. Kann ich jetzt rauswechseln, theoretisch? Haben wir irgendwas, was sinnvoll wäre in dem Fall? Liberty. Okay, ich kann rauswechseln. Wollte es nur wissen. Ich wollte es nur wissen. Okay. Schnabel. Oh mein Gott, dieser OP-Angriff. Er macht mir ganze 5 Schaden. Ich bin erstaunt und begeistert. Das Ganze nebenbei der Snibuna-Ersatz, das Dragoni hier. Metall-Sound. Jetzt kommt gleich der Flammenwurf auf Doom. Warum der Crit? Das ist... Also wir verlieren nur Pokémon durch Konter und Crit, habe ich so das Gefühl. Aber es ist ein Randomizer, da kann immer das kommen. Ich hätte auch nicht erwartet, dass jetzt ausgerechnet eine Lawine kommt. Ne? Oh, Metallzaun, das ist in Ordnung. Ich sollte nur gleich ganz dringend Liberty hier rausholen. Bevor irgendwie ein Feuersturm oder sowas kommt, weil das reicht jetzt auf jeden Fall. Auch bei dem Knilz. Wahrscheinlich. So, aber erstmals Dragonier-Geschichte. Wir bekommen noch einen Angriffsboost. Also, wenn jetzt nicht gerade ein Eis-Pokémon kommt oder irgendwie sowas, eine schlechte Verteidigung, dann muss ich hier rausgehen, weil ansonsten kann ich einfach Patronen drücken und gut ist. Krakelo. Nee!
gehe ich lieber raus. Vor allem, weil Raketo einen ganz guten speziellen Angriff hat. Mich nicht riskieren. Ich gebe zu, dass du, mich an meine Grenzen gebracht hast. Schön. Und du hast auch jedes Mal eine andere Stimme, wie ich gerade feststelle, aber okay. Was mache ich mit dir? Ich traue mich nicht, Nightshade hier einzuwechseln, wenn ich ehrlich bin. Ich traue mich einfach nicht. Mensch. Ich glaube, ich habe Rucola. Rucola ist ja halbwegs safe. Habe ich eigentlich... Ich habe, glaube ich, echt nur jetzt noch mit Absol irgendwas, was Jalga halbwegs neutral trifft. Oder? Muss ich nochmal durchschauen. Ob ich da nicht noch was anderes habe. Genau. Rucola heilt sich ein bisschen hoch. Der Angriff von Rucola ist immer noch nicht der beste. Möchte ich nur kurz anmerken, aber ich gehe mal für den Dragon Dance. Ich habe das im Auge. So. Jetzt habe ich quasi ein, einen Shaman mit Wahlband und... Okay. Hallo Deoxys. Oder? Psychschub war, glaube ich, Deoxys. Aber du denkst dein Spezialangriff, das passt dann. Was soll ich jetzt sagen? Genau, wir haben jetzt quasi ein Wahlband, Wahlschal, Shaman ohne Wahlfaktor. Das heißt, wir haben nicht mehr die Qual der Wahl. Ich glaube, unser stärkster Move ist Fliegen. Also heben wir mal ab mit unserem kleinen Kopfsalat. Stahlflügel, okay. Alles noch im grünen Bereich. Wir heilen uns noch ein bisschen mit den Überresten. Da kommt das Fliegen. Das sollte allerdings nicht ausreichen, würde ich jetzt vermuten. Aber die Hälfte wird's machen. Ja. Ja, wie erwartet. Kommt noch ein Psychschub. Der sollte aber jetzt nicht mehr viel Schaden machen. Außer er crittet mich. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, weil jetzt wird er mich critten wahrscheinlich, wenn Rucola wegnehmen. Nein, okay. Ganz ehrlich, warum gerade Ronan? Mir wäre es lieber gewesen, wenn Shaming drauf gegangen wäre. Es war auch nicht cool gewesen, aber es wäre mir lieber gewesen als Schallboss. Eine Niederlage ist möglich, sagst du. Das ist, glaube ich jetzt mal nicht, aber okay. Top-Genesung, ernsthaft? Okay. Zöger es heraus. Du hast doch eh keine Chance mehr, Kollege. Ich hau mir der Psycho-Ding ins Gesicht. Die sollte die Hälfte machen, denke ich. Ja. Eigentlich traurig, dass es plus 1 Schaden ist. Nicht normaler Schaden. Aber gut, wir haben auch keinen Step auf dem Move. Dementsprechend, ja. Eine Psycho-Ding hinterher und dann sollte das auch reichen. Rip Krakelo. Schöner Sound. Schön, wirklich schöner Soundtrack, ja. Ich finde ihn sehr gut. Ich liebe das Kampf-Theme von Cyrus. Ich kann es nicht akzeptieren. Die in der Mythologie mit der Kraft. Ich habe sie nur gesteuert. Ich habe sie mir zu eigen gemacht. Oder? Was stand da gerade? Ich habe mich, glaube ich, verlesen. Egal. Was ist für dich das Ultimative? Was bedeutet für dich Perfektion? Das Wichtigste. Das, was allem am hellsten strahlt. Es ist nutzlos, dich zu fragen, aber ich werde nicht aufgeben. Eines Tages werde ich eine Gottheit sein. Und das Ultimative wird mein sein. Okay. Besser als rein. Flusswitz. Schlechte Flusswitze. Dialga, der Meister der Zeit. Jetzt weiß ich gar nicht, Stimme. Niemand weiß, ob es wütend oder traurig ist. Aber mir scheint, dass Dialga auf dich wartet, Mo. Es will dich zu einer Prüfung herausfordern. Geh schon, Mo. Stelle dich Dialga. Lausche seinem Herzen. Begreife seine Gedanken. Dialga ist außer Kontrolle, weil es die rote Kette es beherrschte und ihm Leid zufügte. Dialga hat die Hoffnung, dass du es aufhalten kannst. Mo, neulich bin ich Damien begegnet, danke. Beste Info. Er sagte, dass er an dich glaubt, Mo. Wenn niemand diese Aufgabe bewältigen kann, dann du. Und auch ich glaube an dich. Bitte hilf diesem Pokémon. Es sei unter dem, was Team Galactic ihm angetan hat. Okay, ich mache ja schon. Ich weiß, ich bin der Bimbo für alle. Welt retten, was weiß ich, alles meine Aufgabe. So, ich heile mal wieder alles auf volle KP, weil die könnten wir jetzt eventuell gebrauchen, nachdem was die Jäger drauf hat. Und ehrlich gesagt, ich überlege gerade, ob ich glaube, ich gehe mit dem Meme Lord und hau einfach einen Gegner raus. Das ist, glaube ich, die beste Option, die ich habe. Damit ich es einschiffern kann, dann gehe ich auf Nightshade und dann hau ich Zitronen nach dem anderen raus. Yep. Eindeutig. Ah, auch schöne Kampfmusik. Speersäulen-Kampfmusik. Wunderbar. Hallo, Dialga. Das coolere der beiden Legis. 47. Okay. War ich mir gar nicht mehr sicher. Hallo, Meme Lord. Du hast jetzt Finger, das ist mir bewusst. Gena. Zahltag.
Zahltag Dialga. Nice. Das macht ziemlich viel Schaden. Wow. Dafür, dass es einfach ein Zahltag ist, schläfern wir es mal ein. Aber ich will auf Nummer sicher gehen, dass es dann auch wirklich schläft. Heißt, ich gehe jetzt auch einmal für den Hitzekoller. Wir dürfen das hier nicht besiegen. Wir dürfen uns aber neu einen Encounter anholen, fällt mir gerade auf. In dem Gebiet davor, weil es ein Static Encounter ist. Heißt, ich hau jetzt meinen Hitzekoller raus. Wir müssen es besiegen, wir dürfen es nicht fangen. Oh, der macht sogar ganz netten Schaden. Das ist jetzt nicht so viel, aber ein bisschen was wenigstens. Jetzt schläft es, okay. So, das heißt, ich gehe jetzt auf die Kehrtwende. Es pennt. Meme Lord, gute Arbeit. Gute Vorarbeit hier, ne? Wunderbar. Wie gesagt, Jaeger ist mit seinem Typing einfach unglaublich stark, weil es einfach nur Boden und Kampfschwächen hat, glaube ich. Noch irgendwas? Ich glaube wirklich nur Boden und Kampf. Sind zwar häufig vertretene Typen, aber wenn du es nicht hast, es resistet einfach sau viel, weil Stahl und Drache. Muss man einfach sagen, ist eine ziemlich gefährliche Kombination. Und die einzige Kombination außer Drache-Fee, die zumindest, beziehungsweise die einzige Kombination in der vierten Generation, die von einem Drachen, die keine Drachenschwäche hat. Das ist auch nicht so häufig Ego-Trip. Genau. Moment, halt, stopp, du setzt jetzt der Drimmere gegen mich ein, das ist schlecht. Au, das wird wehtun. Nightshade, lebt das. Autsch. Das macht, glaube ich, nicht wirklich Schaden, oder? Das macht mehr Schaden, als ich dachte. Und die Verteidigung sinkt, das ist gut. Reicht jetzt ein Turbo-Tempo? Ich gehe erstmal heilen. Und scoute, was jetzt kommt. Da ist, ich hau einfach einen Übertrank raus. Drei Items habe ich ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir da haben. Was kommt jetzt? Nochmal der Ego-Trip? Eierbombe. Wie daneben. Gut. Und jetzt. Ich möchte es einfach probieren. Reicht das Turbo-Tempo mit der halbierten Verteidigung jetzt aus? Turbo-Tempo. Swoop. Donk. 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 Langsamste Animation für Turbo-Tempo ever. Das reicht echt nicht aus. Wow. Halbierte Verteidigung, das sieht man mal. Na gut, dann hau ich jetzt eben noch eine raus. Das heißt, wir bekommen, glaube ich, so ein bisschen Geld, weil Zahltag zum eingesetzt wurde. Wow, nice. Na, Turbo-Tempo, das reicht jetzt noch raus. Zack. Dong, dong, dong. Rip. Rip die Rip. Gut, dass ich nicht davor Ding eingesetzt habe, Turbo-Tempo, statt zu heilen, weil es hat nicht gereicht, wenn man gesehen hat. So, die Jäger wurde besiegt und der Meme Lord hält EP und Nightshade erhält ebenfalls EP. Nice. Die Jäger kehrt in seine eigene Welt zurück. Danke. Mo, falsche Stimme. Mo, ich weiß nicht wie. Du warst hervorragend, wirklich absolut unglaublich. Bin jetzt 60 Jahre alt, aber so aufgeregt war ich noch nie. Seit dem letzten Mal hat der Professor viel geforscht. Er hat sich Sorgen um dich gemacht, Mo, und kam extra deinetwegen. Trennt doch den Satz, ist dumm, er hat nur noch eine halbe Zeile frei. Kam extra deinetwegen an einen so gefährlichen Ort. Sollte ich mich jetzt glücklich schätzen, dass ihr da seid und mich voll labert? Boah, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Komm, lass uns nach Hause gehen. Hallo? Niemand hat das Recht, die Zukunft von jemand anderem oder gar einer ganzen Welt zu bestimmen. Professor Albe droppt einfach mal die harten Sätze. Richtig geil. Was für ein Item bist du? Eisen. Eigentlich war es mal ein Platin, ein Adamant Orb, aber okay. Warum musste Ronan sterben? Das fragen wir uns gerade alle, ne? Es ist so traurig. Wir dürfen uns auch ein neues Pokémon fangen, wenn wir wollen. Wir können mal schauen. Also wir bekommen ja hier jetzt dafür einen Gratis-Encounter. Ich denke, den werde ich jetzt auch gerade nutzen. Ich lasse, glaube ich, die Meme dort vorne, aber ich setze kurz einen Trank ein, damit ich jetzt nicht irgendwie nachher Grip werde. Ja, das sollte passen. Gut, das heißt, wir laufen mal kurz einmal im Kreis, bis ein Pokémon kommt, beziehungsweise bis der Schutz sich wirkt. Kein Stress hier, ne? Wir haben ja Zeit. So, was haben wir hier? Wir haben hier ein Bisaknoss. Oh, das ist gar nicht mal so uncool. Ein männliches Bisaknoss über 42. Warum auch nicht? Es ist der Sinn des Lebens, der uns hier begegnet. Sehr nice. Gena. Ich frage mich, ob es eine Psychokinese von Hilot überleben würde. Ich will es eigentlich nicht probieren, wenn ich ehrlich bin. Bodyguard. Kannst du jetzt noch einschlafen eigentlich dann? Frage ich mich. Gute Frage. Wenn ich so drüber nachdenke, kann das jetzt noch einschlafen dann? Weil ich habe ja schon eingesetzt. Das hat außerdem sehr viel Schaden gemacht.
Also mehr als ich dachte, zumindest. Gehen wir mal auf Nightshade. Sonst zertrümmere rein. Oh, Bodyguard. Kannst du jetzt auch einschlafen? Ja, tust du auch. Gut. Kann ich mit leben. Moment, das ist ein Starter. Das wird jetzt ewig dauern, das Ding zu fangen. Zertrümmerer. Das ist nicht sehr effektiv, das heißt, es wird nicht viel Schaden machen, aber so kann ich es wenigstens langsam aber sicher runterschwächen. Beziehungsweise erstmal seine Verteidigung senken, weil Nightshade sich so denkt, fuck you! Nur was für Trümmerer. Dann schauen wir mal, was das Ding so drauf hat. Denkst du nochmal die Verteidigung? Nein, okay. Du bist schon wieder aufgemacht. Das ist jetzt ungünstig. Ungünstig. So. Schaden machst du. Wow, das war ein Crit. Hört doch mal bitte auf, mich voll zu critten. Danke. Wie sind deine Defensivwerte? 68. Schlechter als die von Nightshade. Ich glaube, ich gehe auf Luke. Du hast den Schlummerort. Dann kann ich damit besser einschläfern wahrscheinlich. So. Giftschweif, das sollte ich noch halbwegs leben, denke ich. Wenn es nicht gerade ein Crit ist. Hust, hust. Bodyguard lässt nach, das heißt, ich gehe jetzt auf den Schlummerort. Darkrai lässt grüßen. Ich liebe Darkrai. Bestes Legi. Bestes Unlicht-Pokémon. Ist eigentlich nur ironisch, dass mein Lieblingstyp Unlicht ist, aber mein Lieblings-Pokémon vom Typ Fee. Hm. Wenn man so drüber nachdenkt, ne? Wir sind in der dunklen Höhe. Probieren wir den Finsterball aus. Vielleicht funktioniert's ja. Den Namen werde ich mir dann wahrscheinlich wieder aufscreen einfallen lassen, wenn mir gerade eh keiner einfällt spontan. Oh, und er ist gefangen. Nice! Einmal strecken. Ja, ja, man ist noch restschläfrig. Muss mich außerdem beeilen, weil langsam kommt die Sonne in mein Zimmer und dann wird sie unerträglich warm. Wie sagt Knosp Samen? Sobald die Knosp auf seinem Rücken ein süßes Aroma abgibt, steht die Blüte kurz bevor. So, ja. Genau. Und ich glaube, ich nenne es einfach. Fuck off, ich nenne es einfach Competitive, Bisexnosp, einfach Greenpeace. Green. Green schauen wir schon mit 2E, ne? Ja, Greenpeace. Diese Momente, wo du dich fragst, wie schreibt man Green, ne? Müsste schon so geschrieben werden. Das passt so genau rein, Greenpeace. Nice. Heißt mein Competitive Pizza Floor fragt einfach nicht so. Gut, wir werden jetzt nicht auf unseren Trainerpass gehen, sondern einfach dieses Fluchtseil benutzen, aber in Ordnung. Einmal ein Fluchtseil bitte. Eins habe ich offscreen benutzt, um hier rauszukommen. Und dann nochmal, glaube ich, 3 Superschutz oder irgendwie so, sowas in der Richtung. Wo ist denn das Fluchtseil da? Ach ja, die Musik ist toll. Trotzdem möchte ich hier nicht ewig bleiben. Ja, diesmal bin ich woanders reingegangen. Zu diesem Ort hingegangen, aber okay. So, wir wollen nach Weideburg, würde ich sagen. Von da aus am schnellsten nach Sonneweg kommen. Wir wollen ja gar nicht lange alles herausdüren, sondern wir wollen einfach direkt weitermachen, ne? So, Weideburg. Und jetzt müssen wir erstmal Roland verabschieden. Leider Gottes. Ach, warum? So doof. Ich darf wahrscheinlich jetzt wieder irgendwas nachtrainieren. Mal schauen, ob ich das jetzt gleich machen werde oder erst später. Vielleicht nehme ich auch einfach Creepies ins Ziel, dann spare ich mir die Trainingsarbeit. Pff. Ganz einfach. Wir können uns theoretisch noch einen Counter holen, fällt mir gerade auf, weil wir noch zwei zumindest, weil wir noch die nicht immer noch, warum du hier extra stehst. Weil, Moment, wir, was soll ich jetzt sagen? Fuck. Genau, weil wir die 3 Pokémon von den Seen noch rumhauen können. Okay, mal schauen. Wen nehme ich denn mit? Beziehungsweise erstmal, bevor ich mich frage, wen wir mitnehmen, soll ich mal schauen, dass wir Ronan ein würdiges Ende bereiten. Ronan, es tut mir so leid, du hast so ein cooles Pokémon. Du hast so ein cooles Set gehabt und ich hab mich so gefreut und dann kommt so ein blöder Crit und... Naja. Ronan, we will miss you. Du warst zu kurz dabei, aber du hast gute Arbeit geleistet. Du hast mich positiv überrascht. Aber okay. We will miss you. Auf Wiedersehen, Ronan. Es tut weh. Auch wenn es noch nicht so lange dabei war, es tut einfach weh. Also ich werde mich weigern, Level 4er Pokémon reinzunehmen. Ich denke,
Also jetzt will ich mal offscreen überlegen, denke ich mal. Was ich mitnehmen werde. Ich denke, es wird auf Greenpeace, Monika und was weiß ich. Ja, einer von den beiden rauslaufen. Vielleicht noch Swatty, aber das, da müsste ich so viel trainieren. Wahrscheinlich einer von den beiden. Aber ich weiß es noch nicht. Jetzt kommen wir jetzt einfach mal dahin, weil ich glaube, da war nichts mehr. Aber in Ordnung. Gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute von Pokémon Diamond Randomizer Nuzlocke. Beim nächsten Mal machen wir uns auf den Weg nach Sonnewick. Vielleicht schon mit einem Teammitglied. Vielleicht auch nicht. Wir sind eh nah an der Levelgrenze. Ich kann theoretisch einen EP-Teil einfach vergeben und mitleveln. Mal schauen, wir werden sehen, was ich mit reinnehmen werde. Ich schaue mir mal Offscreen die Sets an. Das war's auf jeden Fall für heute von Pokémon Diamond Randomizer Nuzlocke. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ja, bisschen getwistet jetzt am Ende, weil... Hui! Mein Hirn macht eigene Dinge, aber okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!